Moin Moin, wieder von der Lifeline hier. Ich habe mir diesmal jemand anderen geholt. Wer bist du denn überhaupt? Viele kennen dich vielleicht nicht. Du bist ja jemand, der hinter den Kameras arbeitet. Ja, das kann sein. Also ich bin Janne, bin Owner von Ryzen, also einer der vier Owner. Ich bin dementsprechend stellvertretender Geschäftsführer von der ganzen Firma Ryzen, bei der GmbH mittlerweile schon in diesem Jahr. Freut uns sehr und das mache ich so. Eher die Person, die nicht in den Rampenlichten steht, aber das gefällt mir auch. Für so ein Interview für dich mache ich es gerne. Ja, ich bin gerne jemand, der das Ganze so umdreht. Gerade konntest du nicht ganz beantworten. Du hast gesagt, Mädchen für alles, was so ein bisschen ausschweifend, ausweichend. Aber was ist so deine Day-to-Day-Aufgabe bei Ryzen? Also wenn du also quasi am Schreibtisch sitzt, was machst du? Die Hauptaufgabe bei Ryzen im Prinzip ist, dass ich das gesamte Team stelle. Also ich bin quasi für das ganze interne Konstrukt Ryzen nicht unbedingt verantwortlich, aber ich überlege beispielsweise, welchen Teammanager holen wir uns, in welches Spiel sind wir vielleicht interessiert, wo möchten wir als nächstes reingehen. Aber auch neben den Spielen sind wir auch im Influencer-Marketing, was sind so die nächsten Eckpunkte, wo wir vielleicht Interesse zeigen könnten, wo weiten wir uns aus, das alles im Marketing fahren, sowas. Das ist so eher auf meiner Seite der To-Do-List. Jetzt habt ihr schon eine recht ansehnliche Palette an Spielen, wo ihr aktuell vertreten seid. Ja. Mein Ding ist natürlich Counter-Strike, ist ja jedem bekannt. Aber wie steht es denn da aktuell bei euch? Seit letztes Season war ihr noch Div 1, jetzt Div 2. Genau. Wie ist es so aus Organisationssicht? Wo seht ihr euch als Orga? Wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr langfristig euch etablieren? Habt ihr da vielleicht einen langfristigen Plan? Also wir sind ja an sich aus Counter-Strike entstanden, kann man schon sagen. War so unser erstes Game. Wir sehen uns schon als mögliches Div 1 Team in der nächsten Zeit. Ob das jetzt diese Season passiert, nächste Season oder in 3, das ist eher ein langfristiger Plan. Das muss nicht immer alles direkt sein. Wir bauen es langsam auf. Wir möchten es beibehalten. Wir wollten jetzt nicht den Ausstieg machen, wie das viele gemacht hatten, sondern wir wollten quasi schauen, wie wir ein auch nachhaltiges System bei uns eingliedern für Counter-Strike. Und ich denke, da sind wir gerade gut dabei und probieren das einfach weiter auszubauen, um in die richtige Richtung zu gehen. Das hat ja auch mit dem Ergänzung von Valorant in die E-Sports-Welt auch dort eingestiegen. Genau. Wie ist so für euch der ganze Valorant-Markt? Wie gefällt ihr euch? Wie kommt ihr damit zurecht? Was ist so vielleicht auch Problematiken, die ihr im Valorant-Bereich habt, im Gegensatz zu anderen wie Rainbow Six oder auch Counter-Strike? Ja, also erstmal, Valorant waren wir super zufrieden. Es hat ja, ich weiß nicht, wie gut du da jetzt informiert bist, hat sehr gut geklappt die letzte Season. Da sind wir Zweiter geworden in der Project V, was ja quasi die zweite Liga der Dachliga sozusagen ist, also der Deutschland, Österreich, Schweiz. Also das hat richtig gut geklappt, der quasi Einstieg. Wir waren vorher auch schon gut dabei und haben uns da, ich würde sagen, so in der Top 10 von den wirklichen deutschen Teams schon gut etabliert. Die Season läuft gerade noch ein bisschen schleppend, aber wir mussten auch viele Roster-Changes machen, haben ein paar Spieler zu der höheren Liga, der quasi Dachliga, verloren. Und dann muss man natürlich immer viel ändern, kann man nichts gegen machen. Und ja, ansonsten, ich finde das Game ist top, aber das ist sehr, ich spreche das hier ist jetzt der Zuhörerseite. Von daher, ich, ja. Was für abseits vom Spielerischen, also wie viel ist wirklich für euch als Organisation? Ihr habt in Valorant wirklich deutlich mehr Investitionen von Seiten Riot, ihr habt super viele Laden-Events zum Beispiel auch. Im Arcadia hier gab es schon einige. Ist es so? Also es wirkt deutlich aktiver als die CS-Szene. Kommt es auch bei euch als Organisation zu an? Definitiv. Also man muss dazu sagen, nicht alle LAN-Events werden immer wirklich das Geld gestellt. Also man muss relativ viel noch zahlen. Das schlägt erstmal auf die Kasse, wenn man das vergleicht zu CSGO. Aber es ist auch cool, dass man wirklich so oft sich auf LAN-Events messen kann. Ist so oder so, finde ich, immer die bessere Alternative für kompetitives Gaming. Also ob das jetzt, egal welches Game. LAN ist immer cooler, aber diese Season ist es auch weniger geworden. Ich glaube, für die Liga selber gab es nur eine LAN, die und dann halt nochmal die Finals nachher. Okay. Also es ist ein bisschen weniger geworden, aber ja, macht trotzdem Bock. Und es gibt viele Side-Events, also man kann zu sämtlichen Events gehen, die aber jetzt nicht mit der Liga selbst zu tun haben. Das heißt ja auch immer so ein bisschen, dass Valorant aktuell leichter zu vermarkten ist als Sponsor. Seht ihr das als Organisation auch? An sich erstmal definitiv, das ist aber auch alles immer so ein Gesellschaftsding. Für mich macht das keinen Unterschied für die Partnerschaft. Das muss man definitiv so sagen. Vielleicht ändert sich das mit der Zeit. Ich fände es geil, wenn es sich ändert, aber ändern kann ich da selbst nicht groß was dran, außer dass ich
versuche, CSGO gut zu verkaufen. Also wie verkauft man CSGO? Ja, indem man nachhaltige Projekte macht und was wir jetzt beispielsweise versuchen, das aufzubauen und die passenden Partner dafür findet, die auch Lust haben, sowas zu investieren. Beispielsweise bei uns mit unserem Partner, den wir dieses Jahr bekommen haben, mit Shorefire, wo wir echt glücklich sind. Die haben Saulust, einfach ins Gaming reinzugehen und sind da nicht, haben da nicht Angst, die Ballerspielszene zu betreten, was ja eigentlich auch am Ende Valorant ist, wenn man ehrlich ist. Aber ja, man muss die coolen Partner finden, die Lust haben, das mit einem zu rocken, und dann ist die halbe Miete, würde ich sagen. Ich denke, das ist auch ein gutes Abschlusswort. Gute Partner muss man haben und dann kommt man gut zurecht. Perfekt, vielen Dank. Und ein bisschen Glück. Ein bisschen Glück auch noch. Kein Problem, gerne. Glück im Spiel und den Rest kennt ihr ja.